Aus dem Bundestag, 21. Dezember. Martin Burkhardt, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, ist noch nicht nach Hause, aber ich kann Ihnen sagen, seine Koffer stehen schon vor der Tür und dann geht es mit dem Zug nach Nürnberg. Als durch und durch Eisenbahner vom Beruf mit dem Herzen und immer noch Spielzeugeisenbahn im Keller vom Vater geerbt, finde ich ganz toll. Wir waren vor der Pause stehen geblieben bei unserem Hauptthema für Berlin, dass Sie auch im Verkehrsausschuss, weil der Bund Miteigentümer des Flughafens ist, beschäftigt. Sie hatten 2 Stunden lang den Chef des Flughafens da. Ja. Der sagt, November 2017, hat er geschworen, Eröffnung, oder hat er es nur gesagt? Nein, hat er die Hand zum Schwur erhoben? Er ist überzeugt, dass der Termin gehalten werden kann. Im November 2017 hat uns auch die Zeitschiene gezeigt und die Abläufe bis dahin. Wir sind sehr ins Detail gegangen. Die Frage auch, es wird ja ein Teil übergangsweise bis 2018 Regierungsflughafen. Auch da wollten wir einiges wissen. Der vordere Teil, der jetzt der Flughafen so ist an sich ist. Ja. Und wir haben dann auch, was die Low-Coster angeht, also die günstigen Airlines, die keine Brücken in die Maschine haben, sondern wo man zu Fuß übers Feld geht, ohne Dach über den Kopf. Also es war sehr detaillierte Diskussion in allen Bereichen. Aber natürlich hat uns am meisten interessiert Finanzen, Zeitplan und der Lärmschutz, weil wir alle sehr viel Schreiben auch von Bürgerinnen und Bürgern nach wie vor bekommen. Dann steigen wir doch mal ein. Wird der Flughafen deutlich teurer, nochmal deutlich teurer? Also mit dem Kostenansatz jetzt wird man auskommen aus heutigem Stand. Aber wenn man erweitert, dann auf wesentlich mehr Passagiere noch. Wir wissen ja heute schon, dass es zu klein konzipiert worden ist aus damaliger Sicht. Dann wird es nochmal Geld kosten, da wird man nochmal Geld in die Hand nehmen müssen. Aber er hat betont, dass die Steuergelder, die ja auch mit drin sind, zurückbezahlt werden. Also der Flughafen wird Gewinne erwirtschaften und wird seine Schulden bezahlen. Das Hauptthema, was die Berliner ja beschäftigt, Sie sehen mich schmunzeln, ja? Mit den Steuergeldern. Habe ich noch nie erlebt, dass Steuergelder zurückbezahlt wurden. Die Sektsteuer warten wir immer noch drauf, vom Kaiser Wilhelm. Rauchschutzanlage, Brandschutz, ja. Das ist doch das Thema, an dem alles gehangen ist und an dem noch alles hängt. Was hat er denn dazu gesagt? Ja, er hat uns erst einmal gesagt, dass schon 7 Projektleiter damit befasst waren. Das zeigt ja die Schwierigkeiten und ich habe mir vor Ort das selber ja angeschaut. Man muss sagen, der Flughafen war in 5 Etagen konzipiert. Man hat dann, ohne das Gebäude zu erhöhen, 6 Etagen reingemacht und dann sind auch Fehler unterlaufen. Also wenn man Sprinkleranlagen hat, die nicht alles erfassen, die alle ausgetauscht werden müssen, bis hin zu einem falschen Rauchabzugskonzept. Und man ist jetzt so weit. Das ging in die Erde und nicht in die Luft, nicht? Ja, und wir müssen. Wie kann man denn auf sowas überhaupt kommen? Sagen Sie mal, Herr Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Ja, ich glaube, über die vielen Jahre. Dazu gehört doch viel Fantasie. Ja, über die Jahre ist da viel falsch gelaufen. Also auch die Verkabelung, wenn man sieht, von 4 Kilometer Entfernung kommt ein Hauptkabel und dann hat man Kilometer über Kilometer Kabelschächte. Da sieht man das Ende gar nicht und die Krümmungen sind nicht in der deutschen DIN-Norm. Da fragt man sich schon, wie kann das passieren? Da hätte man doch einfach nur ziehen müssen, wären sie gerade gewesen. Ja, also jeder normale kleine Mann auf der Straße. Ja. Also für Sie unverständlich. Unverständlich und 9 Monate Probebetrieb, den müssen wir immer uns dazu rechnen. Also man muss ja, sag ich mal, im Februar 2017 fertig sein, um 9 Monate noch einmal im Probebetrieb zu gehen, damit man im November eröffnen kann. Der 9. November wäre in der Tat ein schöner Termin. Wir hoffen, dass es klappt und wir werden jetzt in der Zeitschiene, Juni ist der nächste Punkt, der erreicht werden muss, ob man dann im Plan ist. Wir werden sicherlich vor der Sommerpause Herrn Mühlenfeld noch einmal im Ausschuss haben. Und dann sitzen Sie auch wieder hier, aber ich will noch mal zurück zur Reparatur der Brandschutzanlage. Ist denn das jetzt im Griff? Da sind Sie so ganz galant drüber hinweggegangen. Nein, es ist jetzt im Griff, auch das Konzept. Funktioniert? Es funktioniert, aber der Teufel steckt im Detail. Und von daher ist die Frage auch dann im Probebetrieb, ob alles funktioniert. Wir gehen davon aus, wir haben keinen Zweifel, ich habe einen sehr guten Eindruck insgesamt der Ausschuss von dem Herrn Marx, der ja die technische Leitung übernommen hat und jetzt hoffen wir mal, dass am Ende wirklich, der Flughafen ist ja schön,
Wer den sieht, der wird auch gut werden. Und die Berliner werden irgendwann auch sicher mal zufrieden geben und anfreunden. Lassen wir doch so stehen und machen zum Museum. Kann nichts mehr schief gehen. Das war jetzt nicht ernst gemeint. Na, wir wollen ihn schon haben. Also wir wissen bis heute nicht, warum man sich umentschieden hat für den Standort. Ja, Sperrenberg. Sperrenberg war ja lange im Gespräch und über Nacht hat sich Helmut Kohl anders entschieden. Ja. Dann hat der regierende Bürgermeister Diebken damals auf die heimische Wirtschaft schauen wollen. Es gab keinen Generalunternehmer. Und so hat sich das fortgesetzt. Und am Ende hat man halt festgestellt, dass niemand einen richtigen Blick auf alles gehabt hat, sondern viele unterschiedliche Baustellen, die am Ende nicht mehr zusammengepasst haben. Und beim Brandschutz ist es eskaliert. Herr Burkhardt, was ich immer noch nicht verstehe, ist, wenn die Brandschutzanlage jetzt funktioniert, dann ist sie ja repariert. Wozu ja, brauchen wir denn? Sie ist völlig neu konzipiert. Ja, aber sie funktioniert jetzt. Das heißt, sie ist eingebaut und sie funktioniert. Sie wird, denke ich, wenn man in den Probebetrieb geht, 9 Monate, dann wird man sehen, ob alles funktioniert. Aber die technische Leitung sagt, ja, wir haben jetzt eine Brandschutzanlage, die den Anforderungen entspricht und die auch technisch gut ist, und jetzt muss man schauen, ob es einwandfrei funktioniert. Jetzt meine Frage, was macht man denn das ganze Jahr 2016, wenn das jetzt alles fertig ist und im Probebetrieb geht? Was macht man denn überhaupt noch das ganze Jahr 2016? Viele Aufgaben, also auch, man hat ja auch, was das Landefeld angeht, auch da hat es ja nochmal ein Gutachten gegeben, auch da muss eine neue, in Anführungszeichen, Teerdecke drauf. Ehrlich? Man sieht ja aus der Luft, wenn man drüber fliegt, diesen schwarzen Strich. Mhm. Von daher, der Regierungsflughafen muss noch mit eingebaut werden in diese ganze Geschichte. Man hat nicht daran gedacht, Tegel noch so lange offen zu lassen, bis das in Schönefeld fertig ist und man nimmt den anderen Flughafen schon in Betrieb? Geht das nicht? Nee, Tegel, es gibt ja viele, die hätten gern Tegel weiterhin. Das ist ja auch eine Diskussion. Bei Tegel hoffen wir, dass der Winter nicht so hart wird. Wir haben auch nochmal Bundesgeld mit nach Tegel gesteckt, um das überhaupt zu bewältigen. Da ist man am Anschlag, auch was die Technik angeht. Und vor allen Dingen die Achillesferse sind sicherlich die Wasserzuleitungen für Feuerwehren, aber auch für die sanitären Anlagen. Und da haben Sie jetzt Angst, dass wenn wir 20 Grad Minus haben, das zufriert? Ja, das ist die Sorge. Dann geht der ganze Flughafen nicht mehr. Ja, das wäre der Worst Case, das wollen wir uns alles nicht vorstellen. Ich habe mir auch den Flughafen Tegel angeschaut, der ja wirklich einzigartig ist und wird ja Universität werden. Und die Pläne sehen das ja vor. Ich hätte mir vorstellen können, dort Inlandsflüge zu belassen. Man hat sich anders entschieden. Ist ja auch ein Teil der Reinvestition in den neuen Flughafen, die da erwirtschaftet wird. Aber Tegel wird vielen fehlen. Die dort wohnen, werden froh sein, weil die Lärmbelastung weg ist. Naja, es gibt ja eine Initiative der FDP in Berlin, die wollen ihn offen halten. Ja, Volksbegehren. Und vielleicht geschieht das so wie in Tempelhof mit der Bebauung. Wer weiß, wer weiß. Ja, so, Sie sind optimistisch, dass es funktioniert. Probebetrieb fängt wann an mit der Entrauchungsanlage? Die brauchen Probebetrieb. Ja, insgesamt 9 Monate. 9 Monate ist vorgesehen für alle Dinge, Probebetrieb zu machen. Und das heißt, wenn er im November 2017 eröffnet werden soll, muss man im Februar spätestens in den Probebetrieb gehen. Es betrifft ja nicht nur die Entrauchungsanlage, sondern den Gesamtflughafen. Und dann werden auch hoffentlich Züge in den Bahnhof fahren. Auch zu probieren. Ja, die werden fahren. Hin und vor und zurück. Der Bahnhof gefällt mir gut. Ja. Insgesamt die Architektur und auch was die Wärme angeht, diese Holzvertafelungen, es wird ein schöner Flughafen und dann ist man hoffentlich irgendwann jetzt auch schon mal ganz begeistert. Nicht? Hoffentlich ist man auch mal stolz darauf, aber wir haben Ansehen verloren in der Welt und jeder Verkehrsminister, der auch bei mir vorbeikommt, der lächelt schon und fragt, wie denn das ist mit dem Flughafen. Also wir werden da schon belächelt. Ja, Sie können es nicht mehr hören, nicht? So ist es. Aber im Sommer müssen wir noch mal reden. Da reden wir noch mal, ob der Zeitplan noch steht. Ja. Was könnte denn noch da hinderlich sein? Wenn die Entrauchungsanlage, wie Herr Mühlenfeld ja richtig gesagt hat oder zu Ihnen gesagt hat letzte Woche im Verkehrsausschuss, das funktioniert, ja, ist die denn schon TÜV abgenommen? Noch nicht. Die Abnahme kommt ja dann erst. Das wird dann die entscheidende letzte Frage sein. Mhm.
so wie es damals gescheitert ist, muss man das jetzt machen. Da fängt das Zittern nochmal an. Aber wir müssen natürlich, gibt es viel, viel Dinge, die da jetzt nochmal neu gemacht worden sind. Ich habe ja die Kabelschächte erwähnt, die Sprinkleranlage. Es geht ja wirklich ums Detail und man muss schauen, ist denn das, was man damals gebaut hat, in welchem Zustand ist denn das ein paar Jahre später? Am Rollfeld sieht man ja, dass man da auch etwas erneuern muss. Im Prinzip sind Sie optimistisch, aber so ganz glauben Sie dem November 2017 dennoch nicht. Ja? Ich habe die Hoffnung, dass beides kommt, dass wir die Strecke von München nach Berlin mit dem Zug haben. Beide Daumen, dass das klappt, nicht? Damit Sie von Berlin auch nach Nürnberg schneller fahren können und dann notfalls auch fliegen können. Das war ein sehr interessantes Gespräch zum Ende des Jahres und es gibt Hoffnung. November 2017 soll stehen. Wir suchen noch den Tag. Der 9. wäre nicht schlecht. Sie kämpfen im Verkehrsausschuss dafür. Ich werde es dem Herrn Mühlenfelder mal vorschlagen oder dem Aufsichtsrat, der Herr Bomber aus dem Ministerium, hat ja die Fäden in der Hand. Und wir versprechen uns, wir sehen uns im Sommer wieder, wie der Zeitplan steht. Und je näher das kommt, umso spannender wird das. Ich bedanke mich bei Martin Bockert, dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses im Bundestag. Und natürlich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Schöne Weihnachten. Jetzt wünschen wir Ihnen zusammen schöne Weihnachten und guten Rutsch. Wir sehen uns trotz Weihnachten nächste Woche Sonntag und Samstag wieder. Bis dahin, danke und tschüss.